Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Ich fahre unheimlich gerne Fahrrad und dazu brauche ich meine Oberschenkel und die haben allerdings leider eine sehr begrenzte Leistung. Wenn es hochkommt, stecken da vielleicht 200 Watt drin, also ungefähr ein Drittel PS. Und das muss ich irgendwie auf die Straße bringen. Und nun sagt aber die Physik, dass ich diese Leistung nur nach dieser Formel hier irgendwie auf die Straße bringen kann. Und in der Formel steht, dass ich entweder schnell fahren kann, also mit hoher Reifendrehzahl, oder mit einem hohen Drehmoment, also mit viel Kraft. Und weil unterwegs die Strecke immer andere Anforderungen an mich stellt, deswegen ist an meinem Fahrrad eine Gangschaltung dran. Wenn ich zum Beispiel hinten ein ganz kleines Zahnrad nehme, dann kann ich damit sehr schnell fahren, aber habe nicht viel Kraft. Bei Rückenwind ist das zum Beispiel ziemlich praktisch. Aber meistens, jeder Radfahrer weiß es, kommt ja der Wind von vorne und da muss ich ein anderes Zahnrad nehmen, das große mit den vielen Zähnen, dann habe ich sehr viel mehr Kraft, die ich auf die Straße bringen kann, aber dafür geht es langsamer vorwärts. Ja, und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was hat denn das mit Tiefbohrtechnik zu tun? Eigentlich wollen wir ja Spaß mit Tiefbohrtechnik haben. Na gut, aber bei einem Bohrmotor ist es genau dasselbe. Ein Bohrmotor hat eine bestimmte Leistung zur Verfügung, aber es gibt ja die verschiedensten Bohrmeißel, die unten an diesen Motor angeschlossen werden. Und manche dieser Meißel brauchen eine hohe Drehzahl und manche brauchen ein hohes Drehmoment. Und jetzt ist es so, dass man bei einem Bohrmotor nicht beliebig zwischen den Gängen hin und her schalten kann. Aber die Bohrmotoren werden so ähnlich wie Fahrräder auch mit unterschiedlichen Konturen gebaut. Hier zum Beispiel habe ich einen Rotor, der ganz viele Zähne hat. Und das ist genau wie beim Fahrrad ein Motor, der ein sehr hohes Drehmoment entwickelt, aber dafür relativ wenig Drehzahl hat. Und wenn ich zum Beispiel diesen Motor hier angucke, der hat schon wesentlich weniger Zähne, der läuft also mit weniger Kraft, aber dafür ist er auch schon etwas schneller. Und in der Tiefbohrtechnik gibt es sogar Motoren, die haben im Prinzip nur einen Zahn, so wie wir das hier bei diesem Modell sehen. Und das sind dann die typischen Schnellläufermotoren, die aber nur sehr wenig Drehmoment haben. Ja, und genau wie beim Fahrrad spricht man von der Gangzahl des Motors. Hier sehen wir nochmal die verschiedensten Konfigurationen und beispielsweise der, den ich hier eben gerade gezeigt habe, den nennt man einen 5-6-gängigen Motor, weil der Rotor 5 Buckel und der Stator 6 Täler hat. Und diese Gangzahl des Motors sagt dem Experten also schon auf den ersten Blick, was der Motor für eine Charakteristik hat. Und damit weiß man schon automatisch, für welchen Meißeltyp der geeignet ist. Und weil die Gangzahl des Motors so wichtig ist, deswegen steht die auch ganz groß oben auf jedem technischen Datenblatt drauf. Das und viele andere Sachen über die Tiefbohrtechnik lernt man in unserer Vorlesung Grundlagen der Bohrtechnik, zu der wir euch alle herzlich hier begrüßen würden. Glück auf!